Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Wir sind immer noch hier und der komische Typ da hinten ist immer noch am Rumsonden. Ich weiß nicht, was wir von dem halten sollen. Was wir machen sollen. Er hat irgendwie Aliens und die Helden halten ihn für ein Omega oder was auch immer er gesagt hat. Ich verstehe das nicht. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Im Raumschiffteile sind in ganz San Andreas versteckt. Finde und sammle alle für Omega. Moment mal, gibt's jetzt auch Sammelobjekte? Jetzt im Ernst, gibt's Sammelobjekte? Cool, ich dachte, die gäb's gar nicht. Wurde ich wieder eines Besseren belehret? Allerdings habe ich noch eine Gegenfrage gerade. Ich glaube nicht, dass das Objekte sind, die auf der Karte angezeigt werden. Stimmt's? Ja, das dachte ich mir schon. Aber gut, was soll's? Was sollt? Schade. Hat sich nicht gelohnt, hier hinten hinzufahren. Ja, dann können wir eigentlich direkt wieder aussteigen, beziehungsweise ganz einfach mal den Charakter wechseln. Indem wir jetzt wieder mit dem Trevor unterwegs sind. Jo, ja. Tschüss, Franklin. Und wo ist, der Trevor ist wieder irgendwo in der Stadt. Und irgendjemand hat gerade eine Nachricht gekriegt. Ich weiß nicht, ob es der Trevor ist oder ob es jetzt der Franklin war. Aber ich weiß, dass wir auf der Brücke sind. Mute? Hallo Trevor, hast du Ausreißer noch nicht gefunden? Das war Trevor! Oh, Fun. Fuck. Also Fun-Fuck. Tor. Oh, Alter. Wie kann der denn mit seinem bisschen I know my rights, officers. I took a night class in criminal law. I'll represent myself and I'll sue you for damages. Oh, Alter, ey, das darf doch nicht wahr sein. This is discrimination against drug addicts with propensities for violence. Das ist eine Diskriminierung gegen einen Gewalttätigen mit Drogen. Problem. So, hier haben wir wenigstens die Polizei weg, wollte ich gerade noch sagen. Ey, cool. Die haben mich gerade von dem Stunt abgehalten. Ja, ist ja gut. Alter, ich krieg ihn ab, ey. So können wir doch keine Folge beginnen hier, ey. Trevor, was machst du denn mit uns? So. Schade, dass wir das nicht so machen können wie früher in Rennspielen, wo es auch diese Straßen gab. Einfach mal so ein bisschen das Auto anötzen, damit das dann ausschwenkt und direkt mal umfällt. Schade. So, jetzt haben wir die hinter uns gelassen. Nein. Ach, nö. Ich dachte, wir hatten ihn weg. Alter, dreh die Karre kaputt. Ich kotz ins Essen. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Wenigstens fahren wir jetzt in die richtige Richtung. Hoffe ich. Weg der Zivilisation. So, nochmal 180 Grad. Wir haben den Schaden. Alter, wie schnell sind die denn uns wieder am Arsch? Am Kleben, am Tun, am Sein, am Können, am Dransen, am Pansen, Schimpansen, Monomansen. Wie schwer kann es denn sein, 2 Sterne wegzukriegen? Ja, weil der Karre hinter uns schneller ist als unsere Pisskarre hier, Mann. Ja, und jetzt gibt es uns an. Ja. Jetzt fang ich wieder an zu husten. Und ich Entschuldigung. Das passiert, wenn man ein bisschen brüllen muss. Oder zumindest so ein bisschen hier vorsitzt, ein bisschen gelümmelt. Dann anfängt zu brüllen, den trockenen Hals kriegt und so. Und ich krieg schon mal einen dicken Hals hier. Wie schwer kann das denn bitte sein?
Uah. Momentan ist es sehr schwer, ich geb's ja zu. So, ich fahr einfach mit Topspeed weiter, weil ich habe irgendwie das Gefühl, einmal kurz stehen geblieben, klebt der Arsch uns wieder hinten dran. So, leck mich, wollte ich gerade sagen, und fahr gegen den Baum. Ah, hier kommen wir auf die Straße. Jetzt kommt 100 Pro Zug. Nee, doch nicht. Gut. So. Erstmal ein bisschen durchatmen. Bisschen frische Luft atmen. So, ich hoffe, hinter uns sind die... Nein. Ach, nicht schießen. Nein, nicht hupen. Ich wollte nach hinten gucken, verdammt. Yeah, geschafft. Wurde auch mal Zeit. Mann, Trevor, was machst du denn hier mit uns? Warum? Ich war die doch gerade los. Ich hab doch gar nichts gemacht. Leck mich! Am Arsch! Das ist zwar cool und auch zum Teil realistisch, aber es geht einem ums Sack, Mann. Dass die Polizisten, die einen vorher verfolgt haben, wenn man dann an denen vorbeifährt, dass sie einen wieder erkennen. Das ist zum Schreien. Warum fährt die Karre denn jetzt so lahm? Ich habe keine Ahnung. Ey, glaub. Ey, was hat uns denn jetzt bitte gesehen? Willst du mich verarschen? Und jetzt ist irgendwas mit der Karre. Ach so, das vordere rechte Rad blockiert. Toll. Och, leck mich doch am Arsch. Ich hatte doch schon die Polizei abgehangen. Und die konnte uns doch gerade gar nicht sehen. Nee, jetzt haben wir hier fast eine Folge nur mit der Flucht von Trevors Action zu tun. Ey, gleich fahre ich in die Tankstelle. Echt, ey. Ey, die wirst ja gar nicht mehr los. Ja, was auch immer du da für einen Schweinsinn, als wollte ich gerade Schwachsinn erzählst. Leck mich am Arsch, ey. Das geht doch auf keine Kuhhaut mehr. Sehen einen nicht mal und plötzlich hast du wieder einen vollen Radius. Ich hatte keine Sterne mehr und plötzlich habe ich wieder einen und jetzt habe ich zwei. So, leck mich am Arsch. So. Geht doch. Jetzt warten wir hier einfach mal unsere Zeit ab. Die fahren eh alle in eine Richtung. Und von da hinten kommen die eh nicht so schnell zu uns hin. Ach, verdammt, ey. Der Trevor ist aber auch ein Typ, ey. Na endlich. Aber ich bin mir nicht sicher, ey. Gerade war das auch anders. Rebel? Können wir zu denen rein? Würde mich mal interessieren. Oh, that toilet cleaner's got me real messed up. I hate that shit. Aha, man hört die Musik, aber man kann den... Ja. Was? Was? You dead. You're dead. I hate... Hallo, wir habt's hier mit Trevor zu tun. Come on, kids. Let's party. Ja, genau. Let's party. Let's the party. So. Fertig. Full of love. Och nö, jetzt habe ich schon wieder einen Ständer. Kotz die Wand kaputt. Ich glaube doch nicht. Ah, ey. Ich versteck mich hier hinter und vergesse mich. So kann man doch nicht anfangen hier zu let's playen. Trevor, jetzt im Ernst, ey. Es geht ja auf gar nichts, ey. Karre lasse ich einfach mal zurück. Klingt ja alles nix. Mann. Trevor. Sonst so eine Action. Jetzt beginnt die Action damit, dass wir gar nichts anderes machen können. Nein. Alter, das darf doch jetzt nicht sein, oder? Jetzt kommt hier ein Polizist in die Richtung gefahren. So, wir verstecken uns einfach mal hier hinter. Boah, was für ein Glück.
Der wollte uns nämlich den Weg abschneiden, der Spasten da, ey. Ernsthaft, Kackding. Aber auch cool gemacht, dass jedes Fahrzeug oder an jedem Gebäude so ein bisschen was zu hören ist, wenn man da dran vorbeiläuft. Ey, können die Sterne nochmal irgendwann verschwinden? Wir sind hier schon fast 10 Minuten nur unterwegs, die Sterne abzusensen. Ach, Trevor, ich könnte echt, ey. Es ist hier natürlich nirgendwo ein Fahrzeug. Och, doch, da, warte. Autsch. Ja, wenn du nicht aufpassen kannst, wie du fährst, ey. So. Ich hab nicht gesehen, warum da hinten rein, wenn man nicht hier auch was findet. So, aber ich will mich mal... Cool, ein Fahrrad. Das mit dem Trevor? Ich will den erstmal anders ankleiden, komm. Hat er verdient. Wenn wir einmal hier sind, damit man ihn jetzt endlich nicht mehr erkennt. Yeah, thank you, my girl, so proudly presented girl. Nee, das macht ihm so zum... Ich weiß nicht. Grau sieht zwar nett aus, aber ich würde ihm... Ja, komm, kaufen wir ihm das. So, was haben wir denn hier noch? Hey! Ja, du hast auch mehr Falten als eine trockene Pflaume. Pff, quatsch mich hier dumm von der Seite an, ey. So, Hose und Schuhe. Ach, die Schuhfarbe passt sich der Hose an? Aha. Eine Cargo-Hose für den Cargo-Bob. Irgendwie gefällt mir die Hose gerade nicht. Jacken brauchen wir eigentlich gar nicht. Vor allem, wenn die so aussieht, das sieht irgendwie assi aus. Also, Moment, wo war das? Mist, war zu schnell. Egal. So. Ich bin Naruto Uzumaki. Okay. Irgendwie gefallen mir die Klamotten gerade nicht so wirklich. Hemden hatten wir gerade schon. Was haben wir denn hier? Schuhe. Ja. Kapuzenpullover könnte auch passen. Wobei, ich hätte aber lieber eine andere Hose. Oh. Oh, ein bisschen eleganter. Moment, das könnte... Komm, das sieht doch ganz nett aus hier. Passt ein bisschen mehr zum Trevor und bringt ein bisschen mehr einen edlen Stil rein. So, was habt ihr hier noch für Jacken? Achso, die ändern... Ah, toll. Ich dachte, das T-Shirt, was wir haben, behält man dann. So, Schuhe. Springerstiefel. Hallo, wir laufen hier mit dem Trevor rum. Die Schuhe sind jetzt ehrlich gesagt letzter Mist. Ah, was haben wir denn hier noch? Ja, du siehst auch aus wie so ein alter Zombie. Oberteile. Ah, das könnte man auch lassen. Ehrlich gesagt, wir haben weniger Probleme mit den Oberteilen als mit dem Rest. Sprich, mit dem unteren Gedön. So eine Pornobrille für den Trevor, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nee, nee, das passt nicht zum Trevor. Habe ich ja gerade schon gesagt, du Schrumpelflaume. Ja, ich habe eine Frage. Wo verdammt nochmal sind andere Hosen? Ach, da hinten. Danke. So. Jeans. Irgendwie bin ich jetzt gar nicht begeistert davon. Aber kaufen mal irgendeine Hose, die ganz nett aussieht. Ja, ich weiß, das war ein Spontankauf. Aber manchmal hat man auch... die haben da auch andere Schuhe drin stehen. Warum zieht der Trevor denn solche Schuhe an? Naja gut, machen wir mal die. Weil zum Beispiel diese Chucks wären doch auch nicht schlecht. Chucks sei schon diese Knöchelschuhe. Hätte mich jetzt eher angesprochen als das. So, jetzt sind wir wenigstens ein bisschen adretter gekleidet. Jetzt fehlt uns nur noch das passende Pferd. Weg.
Yo, man, that's a fucking giantess. Man, that's a holy fucking shit. So. Ich weiß auch nicht, warum in Amerika Dummköpfe immer alles so komisch betonen. In Deutschland klingt das ja irgendwie nicht so, wenn ich sage, das ist phänomenal. So, was ist das denn hier? Cletus. Wo kommen wir denn jetzt am schnellsten mit dem Fahrrad hin? Freaks und Fremde. Gehen wir einfach mal zu Freaks und Fremde. Das liegt ja direkt fast auf dem Weg. So steigern wir auch ein bisschen unsere Ausdauer. Hoffe ich ja mal. Ich weiß, es ist gerade nicht so wirklich spannend. Tut mir auch wirklich leid. Ich kann da nichts für, aber aber der Trevor hat ja auch hier für jede Menge Action gesorgt. Ramm die Wutz. Oh, ich habe einen Unfall gehabt. Direkt neben der Polizei. Verdammt. Warum ist denn hier... Hä? Ist die Polizei ausgeflogen? Waren es Aliens? Aliens! Wer weiß. So. Ich guck grad mal unten links. Ich weiß immer noch nicht, was die Ausdauer davon ist. Das Grüne ist die Lebensanzeige. Das Blaue sollte theoretisch das mit der Luft sein. Aber das Gelbe sinkt irgendwie gerade kaum. Mist, der hat ein Rennrad gehabt, der Trottel. Trottel sei schon der nette Herr auf dem Bike. Genauso wie der. Finde ich aber cool, dass man hier auch mal öfter wieder andere Fahrradnutzer sieht. Ist ja auch nicht so oft. So. Ich weiß, es dauert ein bisschen länger hier, wenn man jetzt so fährt, aber... ja, wir haben angeblich keine Ausdauer mehr, dann fahren wir mal so. Ehrlich, ich habe keine Ahnung, was die Ausdauer da unten links ist. Ach nee, das Gelbe ist die Action-Skill-Anzeige, die... Wir haben gar keine Ausdauer-Anzeige links, toll. Ja, und da ist die Ausdauer wieder futsch. Und gibt meine Nase wieder zu, ich liebe das. Komm, das muss sein. Boah, alte Scheiße. Dreck. Sack. Alter, was ist denn das? Ist das ein... Ist das einer von Greenpeace, ey? Ey, das geht doch gar nicht, ey. Da willst du gerade mal ein bisschen Action reinbringen und am Bike, am BMX, sag mal, kurz einen Hirsch mal jagen und dann kommt direkt von hinten so ein Greenpeace-Fetischist da an, ey. Alte Scheiße. Mann. Ach, der Timer sagt auch nichts Gutes. Mann, das war aber auch irgendwie eine komische Folge gerade. Mein Fahrrad ist weg. Und wir sind jetzt irgendwo in der Pampa, ey. Ohne Fahrzeuge. Das hat uns was? 5000 gekostet? Alter, wie teuer ist denn dieses Krankenhaus hier? Sandy Schwartz Medicals. Moment, das kam in der falschen Reihenfolge. Ja, das glaube ich dir, dass er dich anpisst. Ich glaube, der Polizist hatte eher einen schlechten Tag. Naja, begeben wir uns mal hier auf den, an den Straßenrand in der Hoffnung, dass mal irgendein Fahrzeug vorbeikommt. Und, naja, irgendein Fahrzeug haben wir da schon. Ui, ich habe aus Versehen. Aua. Ja, ich habe natürlich... Aua, scheiße. Darauf geachtet, was ich tue, Olle. Hallo, einsteigen? Knuff. Und ich lege dich einfach mal dahin, ist bequem. So, und fahren wir mal rechts ran. Ach du Scheiße. Ach, das ist ein Voodoo. Ach, so ein Lowrider-Ding. Kann man... Nee, Hydraulik hat das Ding nicht. So, ich moderiere das mal ganz schnell ab, weil wir haben schon wieder Polizei am Arsch. Ich glaube nicht. So, bis morgen, bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zusehen, auch wenn es heute nicht wirklich viel zu sehen gab, leider. Aber dafür wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder mehr. Und dann geht's weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen. Tschüssi. Verdammt, ich hoffe, ich kriege den Stern dann noch weg. Bis morgen. Ah, ein Quad. Das ist mir. Shit happens. Und direkt passend geparkt zum Aufsteigen. So.
Aber jetzt wirklich bis morgen. Tschüssi!